Hallihallo, Hallöchen und einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück zu einem klitzekleinen neuen Projekt auf meinem Kanal. Wir spielen heute eine Runde Storage Hunter Simulator. Es wird gut, es wird spannend, wird uns das Glück hold sein. Werden wir tolle Retro-Spielsachen mit hohem Wert in unseren Lockers, wie sagt man dazu, Abstellgleis, Kammern, weiß ich nicht, egal. Wir werden was Cooles finden, hoffentlich. Leute, erstmal bedanke ich mich für den ganzen Support. Am Ende des Videos, wie immer, die extrem krassen Menschen, die wir mit aufgenommen haben in unseren Steady-Bereich. Wer da Bock hat, immer ein bisschen rein supporten, wäre voll geil. Vielen Dank. Ansonsten bewerten, kommentieren und so. Ihr wisst, wie das geht. So, Creator-Kram fertig. Jetzt können wir endlich zocken. Geil, ne? Habe ich auch Bock drauf. So, keine Ahnung, ey. Moody Plumbers hier. Nehmen wir doch den Dude oder was? Was ist das denn? Keep on Scanning? Ein Pappnachbau von einem EMF-Gerät oder was war das? War das so Ghostbuster-Zeug? Willkommen zum Early Access. Ja, wir starten. Danke. Okay, wer braucht schon Tutorials? Die Leute lieben das. Okay, Moment, Third Person hätte ich jetzt nicht unbedingt dran gedacht, ne? Ich dachte, das wäre so ein Ego-Ding, wie alle anderen Spiele auch, aber offensichtlich ist es das nicht. Okay, cool. Anders als erwartet. Jetzt, wisst ihr, ich dachte, das wäre jetzt eine von diesen typischen, Playway etc., ne, Dingern, aber okay. Öffne dein Tablet, melde dich bei Blueberry an. Okay. Auktion? Village People. Ist das Blueberry? Village People? Keine Ahnung. Melden uns mal an. Ich habe ein bisschen Geld. So. Erstmal nehmen Sie das Auto. Steigen das Auto ein. Fahren Sie zur Auction-Site. Okay. Oh ja. Ja, bitte. Wie kann ich das... Ja. Ja, das sieht doch spitze aus, Leute. Also besser kannst du... Oh, was ist das denn hier? Guck mal, der Nachbar am Pumpen hier. Der Nachbar gibt sich richtig die Kante. Das ist ja ein toller Ort, an dem ich hier lebe. Naja, gut, wenn wir einige Storages haben, vielleicht können wir dann irgendwann mal ein neues Haus kaufen oder so. Alter, das ist ja die ultimative Simulation. Oh, guck mal, bei Eulen. Da kann ich mich einäulen. Da ist das Diner. Da ist es, da ist die Straße zu Ende. Wir stehen, oh, da war irgendwie ein Drogendeal oder sowas. Hallo, darf ich mal ganz kurz, hallo? Ich finde, ich hatte Vorfahrt. Ich war, glaube ich, zuerst hier. Stoppschild, fahren wir einfach drüber. Jawohl, guck mal hier. Auktionen. Hier wird geauction-sided. Dann steigen wir mal aus. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ich will mitmachen. Gewinne deine erste Auktion. Okay. Oh, können wir uns das vorher angucken? Oh, guck mal da, das Hanteldings. Das Hanteldings, das sieht doch schon gut aus. Und hier ein Trimm-Dich-Rad. Das ist ja so eine Fitnessbude hier. Das ist irgendwie ein Regal. Weiß nicht, ob das was wert ist. Dann ist so ein Postkartenständer. Wasserspender. Naja, komm, einfach. Wir nehmen einfach jede Auktion mit. Das ist ja. Okay, der wilde Westen jetzt hier. Was? Wie biete ich? Auf E. Yeah. Was ist los? Was, Lucy? $175. Glaubst du, ich habe Angst vor deinem Sixpack? Was? Hans? Hans, don't bet. More! Jetzt hört aber auf hier. Was? Hans? Alter, boah, ich hasse Hans jetzt schon. Hans, ohne Witz jetzt mal. Sehe ich nicht ein, Hans. Ich mach dich fertig. Wie viel Geld habe ich überhaupt? $750. Mehr kann ich nicht ausgeben. Ja, so, Hans. Was hast du jetzt davon? Go home, Alter. Hans, go home. So, Leertaste. So, könnte schön nach Hause disappearen. Sofortverkauf. Okay. Müllbeutel. Ah, okay, die billigen Sachen. Oder der Dreck geht halt für $1 raus hier, oder was? $4. Oh, ein paar Dollar machen wir damit. Was ist das hier? Guck mal, Schraubendreher. Machen wir mal überprüfen. Ja, circa $6. $33 ist der Marktwert, ne? Ich weiß nicht, was uns die Pfandleihe dafür hinterher gibt. Brettspiel, 37. Trainingsfahrrad. Qualität ist perfekt. 145. Nee, perfekte Qualität ist aber. Ist perfekt noch unter neu. Gewöhnlich. Marktwert. Alter, das ist aber guter Marktwert. Hier ist ein gutes Abteil. $23 für einen Zeitschriftenständer. Radio. Qualität ist kaputt. Altes Buch. Kaputt. $7 für ein kaputtes Buch? Meine Güte, die Leute stehen auf Bildung. Ja. Zeitschriftenhalter. Habe ich alles gescannt? Nee, hier hinten sind noch Sachen. Eine Eulenfigur. $18 ungefähr. Eine Truhe. Gewöhnlich. $10. Öffnen. Wenn du einen verschlossenen Container findest, gehe zu einem Schlosser, der das Schloss gegen eine Gebühr für dich öffnet.
Ja, gut, okay, warte, ich hol mein Auto. Ich hol mein Auto. Kriegen wir das überhaupt alles ins Auto? Das ist ja... Gegenstände auf das Auto packen. Gehe zum örtlichen Pfandhaus. Verkaufen Sie Gegenstände in einem Pfandhaus. So, perfekt. Stellen wir uns da mal... Ey, das Trimm-Dich-Rad, wie kriegen wir das denn? Den alten Wasserspender, wie... Oh. Oh, nee. So muss ich das transportieren jetzt. Okay, warte mal. Das... Das müssen wir aber mal eben hier gucken. Kriege ich die Kiste hier so irgendwie? Ja, okay, das sieht ganz gut aus. Freihandelsset? Kriege ich das noch dazwischen geklemmt? Ja, irgendwie schon, ne? Ja, der Tisch, der nervt mich ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, wir packen erstmal unten die kleinen Sachen noch mit rein. Dann gucke ich, ob ich den Tisch da irgendwie oben mit drauf kriege hier. Aber so Schraubendreher und so, das müssten wir ja eigentlich... Kann man das ja hier so reinschmeißen. Boah, da sind natürlich ein paar große Sachen dabei, wo ich jetzt wirklich nicht weiß, wie ich die auf den Karren kriegen soll. Altes Buch hier. Es könnte natürlich auch so Necronomicon oder sowas sein. Und dann kriegen wir hinterher wieder Probleme, ne? Dann stehen wir echt blöd da. Aber okay, was soll's. Das kann ich doch hier so drauflegen. Ich weiß halt nicht, wie hier diese Fahrphysiken und sowas sind, ne? Wie kann ich den Inspektion halten, werfen, drücken, fallen lassen? QR. QRE. So. So. Okay, das müssen wir noch ein bisschen üben hier, Kreis. So, das hält doch ganz gut. Das hält doch ganz gut. Und jetzt noch den Tisch hier. So, das sieht doch gut aus, oder? Alles drauf. Und ab dafür. Ja, okay, sehr gut. Magnetische Physik. Verkauf von Beute. Also fahren wir los da. Den, 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 den. Ja, die Leute fragen sich sicherlich... Oh, Kreis, wieso startest du jetzt schon wieder ein neues Projekt? Hast du nicht noch 10.000 Projekte am Laufen? Ja, irgendwie schon. Aber ihr wisst, wie es ist. Ich habe da jetzt Bock drauf. Ich habe das gesehen. Ich will das spielen. Ich will das heute spielen. Ich will das nicht erst in einer Woche spielen, ich will es jetzt machen. Die anderen Sachen, ja, bei Motel Manager weiß ich auch ehrlich nicht, wie lange ich das noch zocken möchte. Auch wenn es eigentlich ganz geil ist, aber... Achso, kann ich hier einfach... Blueberry Village. Verdiene Geld, 1.000. Warte mal, die Kiste können wir aber zu einem Schlosser bringen. Da gucke ich jetzt erstmal, wo der Schlosser ist. Vielleicht ist ja was Geiles drin. Verdiene 1.000. Ganz überprüfte Gegenstände verkaufen. Warte mal, auf der Map da unten, da ist so ein Schlosser. Können wir da... Kann ich da... Wo ist der denn? Muss ja da irgendwo sein. Hier. Eine alte Locksmith. Pick hier. Pick oder Park? Pick Park? Sprechen, Gegenstand auswählen. Guck hier, guck. Truhe gewöhnlich, 10 Dollar. Qualität ist kaputt. Entsperren. Dauert 2 Stunden. Okay, gut. Cool. Dann gehen wir direkt zur nächsten Auktion, würde ich sagen, oder? Die ist durch, die Auktion. Die kommt bald. Wir hatten 2 Stück. Einmal die Village People und What's in the Box. Ende um 12. Dann melde ich mich hier an bei der Village People Auktion. Hey, Young Man. Ich kauf dir einen Schub. Bin Young Man. Na, das wird mich nicht jucken. Ich sag Young Man. Für 55 Dollar nimmst du teil und kaufst dir Schrott ein. Du, 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 du. I want to stay. Oh Mann. Ein Classic, ey. Hatte ich auf meinem ersten MP3-Player. So. Moment. Liegt da eine... Da ist eine... Also... Oh, aber da sind Kisten drin und so. Da sind Kisten drin und so. Mal gucken, wie es aussieht hier. Da ist eine Leiche drin, glaube ich. Biete ich jetzt auf eine Leiche? Ich... Okay. Ey, 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 Kate. Geh mal weg hier. Ich mach das. Zum Glück ist Hans nicht dabei. Amber. Wieso? Hat Amber sich gerade in die Hose gemacht? Das sah ein bisschen so aus. Okay.
Ey, ich weiß nicht, was so eine Leiche wert ist, ne? Ich kenne mich da noch nicht so gut aus. Aber ich hau $2 rein. Ich hab $911. Komm, für $200? Was? Alter, Kate! Kate, hau mal rein jetzt hier. Was soll denn das, Kate, Alter? Niemand will mit dir irgendwie... Ja, echt mal. Zack, 3, 2, 1 und bam, Alter. Jawoll, da ist er wieder. Woo! $248 habe ich geboten. Echt, so viel? Okay, ich habe da echt nicht ein bisschen... $5 für eine Leiche. Hier war eine Leiche drin. Was soll das? Klebeband. $5, Holzkrug. Wow, der ist gut was wert. So ein Herd für unterwegs, Fußball. Oh, ich dachte, in der Kiste wäre irgendwas Wichtiges. Das ist so eine Müll-Sofortverkauf, leere Kiste. Tasche. Boah, hoffentlich machen wir damit Gewinn. Ein Windspiel für $18. Truhe, gewöhnlich. Öffnen. Oh, die Truhe ist... Überprüfungswerkzeug Level 2. Mode, Qualität unbekannt. Was? Handskulptur. Selten. Kundenqualität ist unbekannt. Die Truhe, kann ich die auch noch einzeln verticken? Ey, aber Moment mal. Dann kann ich doch theoretisch... Kann ich die Sachen in die Truhe packen? Geht das? Dann sparen wir uns ein bisschen Platz im Auto. Also hinten drauf. Müsste ja gehen. Alter, aber da ist was Seltenes drin. Was mache ich damit? Kann ich das aufbewahren? Muss ich das nach Hause bringen? Kann ich das einlagern? Weil ich habe kein Überprüfungswerkzeug Level 2. So, Kiste kann ich jetzt... Ne, kriege ich nicht mehr zu jetzt. Jetzt steckt das Ding hier. Er macht mit seinen Magic Hands irgendwelche... Oh oh. Oh oh. Ach, wisst ihr was? Ich hol das Auto. Ich hol das Auto. Wir verkaufen es einfach so. So. Den Schrankus, weil man kann ja nur überprüfte Gegenstände verkaufen. Habe ich das habe ich vorhin zumindest, glaube ich, halbwegs richtig verstanden. Das heißt, die Kiste, die stellen wir einfach mit oben drauf. Blueberry Schlosser. Oh, er hat das Schloss am Container geöffnet, das ist gut. Der alte Blueberry Schlosser. Wert 175, Kosten 248, also haben wir eigentlich Verlust gemacht. So ein Dreck. Da war echt nicht viel drin. Ich dachte, die Leiche ist was wert vielleicht oder so. Und wir können halt... Was ist denn auf 1? Nee, 1. Tab 1. Auf Tab ist irgendwas. Tagebuch. Verkauf von Beute für die Tutorials. Nachrichten. Blueberry Schlosser. Okay, Tutorials. Aufgaben. Achso, oben beim Schlosser wird nur angezeigt, dass er eine Kiste auf hat. Denke ich mal, dass das Symbol dafür gut sein soll. Boah, ist das jetzt schon für ein cooles Spiel? Ist das jetzt schon echt? Leute, Alter. Ich meine, wir haben hier coole Statuetten, coolen Silberarmreif. Ich weiß halt nicht, was der Wert ist, das ist das Problem, ne? Ich weiß halt nicht, was der Wert ist und ob ich irgendwie ein Lager habe oder so, wo ich die Dinge dann einlagern kann. Wo ist denn das Pfandhaus nochmal? Ist da, ne? Beim alten Lombardo. Ey, Lombardo. Kumpel. Das kann ich nicht verkaufen, ne? Ne, okay. Tasche kann weg. Das kann weg, ist halt leider kaputt. Schlechte Qualität. Krug ist auch nicht gut. Ist ja egal. Kiste weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. So, jetzt habe ich natürlich noch zwei Sachen hinten im Karren. Und wir müssen nochmal zum Schlosser. Der war hier hinten rum dann, ne? Ja. Hallo. Ist es bereit? Kein Objekt, ne? Eine Geld, ja. Was ist denn da drin? Da ist Elektronik drin.
Tintenfass. Und noch ein Silberarmreif. Na, okay, warte mal, wir lassen es erstmal drin. Mach die Kiste zu. Nehmen die ganze Kiste mit. Nehmen wir die ganze Kiste mit. Und fahren nochmal rüber zum Pfandhaus. Versuchen nochmal Geld zu verdienen. Zum Glück ist das hier direkt nebeneinander. Moment, das Auto hat auch Benzin, sehe ich jetzt gerade, weil ich auf der Karte ein Dings sehe. Sprechen. So, hier, die Kiste kannst du haben. Das kannst du haben, das kannst du haben. So, Karte, handelbare Waren anzeigen. Auf Alt. Gefunden Gegenstände. Ach so, da kannst du hier so Sachen suchen. Jetzt würde ich gerne nochmal kurz gucken, ob ich meine Sachen, Darlehen brauche ich jetzt nicht. Werkzeuge kann ich nicht, Karte und Fähigkeiten. Neues Auktionshaus und Pfandhaus Level 10. Da geht's erst los. Okay. Tankstelle, Pfandhaus, blinde Auktion. Eine blinde Auktion. Was? Automatischer Kunst, Kultur, Ausrüstung, Militär, Haushalt, Sport, Hobby. Ah, wenn wir das da einzeln verkaufen, aber ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Okay. Ja, komm, wir gucken mal. Gibt's in Blueberry noch eine Auktion heute? Gibt's noch. 4 p.m. der Junkyard für 75 Einkauf. What's in the box? Na komm, ich melde mich hier beim Junkyard mit an noch. Fahren wir mal rüber. Ich brauche halt ein bisschen besseres Equipment. Hä? Wo muss ich jetzt lang? Wo will das Spiel mich jetzt hinführen? Wo ist dieser Junkyard, von dem die Leute sprechen? Muss ich jetzt darüber? Oder ist die Auktion vorbei? Die ist vorbei. Was habe ich jetzt wieder gemacht? Was für... Fertig, kommt bald, Start 6 p.m. Hey! Hallo! Oh nein! Können Sie mich rammen? Festgefahren. Oh Gott sei Dank. Oh. Ja, wir wollen nicht nach Black Elk. Wir wollen ja Village People. Ne, also hier. Das ist ein Motel. Oh, Leute, wir sind komplett falsch. Verstehe ich nur nicht so ganz, warum mich das Spiel erst hier aus der Stadt rausgerissen hat. Ja, man muss da so ein bisschen auch auf die Uhrzeit achten und gucken, dass man es noch zur Auktion schafft. Das hatte ich jetzt noch nicht im Blick, aber Fehler sind da, um gemacht zu werden. Um beim nächsten Mal ein bisschen drauf zu achten. So, hier Blueberry Village. Ja, da ist jetzt gerade keine Auktion. Was ist das hier? Geil, kann man jetzt mal im Ernst, kann man hier Häuser kaufen oder was? Kann ich das hier mitnehmen? Kann man Häuser hier kaufen? Oder, nee, das ist aber nicht mein Haus da. Hey, hallo! Hallo! For sale.
Park hier, park hier. Ja, man kann hier das kaufen, glaube ich, aber nicht ich. Naja, okay. Warten wir mal ab. Ab wann kann man sich in die Auktion einkaufen? Start, Start, Ende, Ende. Also ab 6 Uhr kann ich mich einkaufen. 6 PM. Wir machen noch einen auf jeden Fall. Wir machen auf jeden Fall noch einen. Ich habe schon ein paar gute Schmuckstückchen hinten drauf liegen. Aber leider bin ich halt nicht high genug vom Level her jetzt, ne? Um, was ist denn das da? Jetzt auch, achso, gut, jetzt ist ja gleich 6 Uhr. Warten wir noch kurz. Kaufen uns direkt ein. Das Geld ist natürlich weg, oder? Für die Auktion vorhin. Natürlich jetzt nicht so drauf geachtet. So, 6 PM. Ah, die Zeit geht sogar im Menü weiter. What's in the box? What's in the box? Komm, wir melden uns hier mal an. Wir melden uns hier mal an und fahren dann rüber. Das müssen wir zeitlich trotzdem jetzt hinkriegen. Ich würde ja sagen, ich fahre einfach quer durchs Gelände. So eine richtige Kreisnummer wäre einfach quer durchs Gelände fahren. Aber Leute, ihr wisst, da ist eine Brücke. Und ihr wisst, durch meine jahrelange Erfahrung im vorausschauenden Denken und grundsätzlich gerade in Videospielen nicht impulsiven Handelns, kann ich euch versprechen, dass ich im Wasser gelandet wäre. Ich habe es ja gerade schon geschafft, im Stehen mich festzufahren irgendwie, also ja. Oh, tanken müsste ich dann auch mal, ne? Sonst stehen wir nämlich doof da. Guck mal, der hat sogar Allrad, ne? Schöner Wagen. So, dann müssen wir jetzt mal hier zum schwarzen Elch. Black Elk. Black Elk and the Salami Gang. Warte mal ganz kurz, können wir noch tanken hier? Wie geht das? Mit F. Warte. Ach so. Nee, mach voll den Karren. So, wunderbar. Und ab zur Auktion irgendwo da hinten. Wieder eine Stunde rum, ey. Brauchst ja eine Stunde hier rüber. Ah, okay, da müssen wir rein. Stormy Tender, ja, da müssen wir hin. So, hier sieht's aus, als wenn hier was stattfindet. Hallihallo. Ah, Mann, das Leichenabteil hat mich einiges gekostet. Ja, hier ist wieder eine Kiste. Ich hätte gerne eine Kiste. Ein Tennisschläger. Also 10, 15 Dollar. Da hinten ist so ein Kutschenanhänger. Ja, keine Ahnung. Wollen wir das Abteil haben? Das ist die große. Eigentlich will ich alle haben. Na komm, 65 Dollar. Na, oh, Isabella, ey. Und Hans ist auch wieder dabei. Okay. Ja, war mir klar, Hans. Wir hassen dich, Hans. Ist dir das eigentlich klar, wie sehr wir dich hassen mittlerweile? Ja. Komm, 155 Dollar, 155 Dollar, das Ding ist gut verkauft, 155 Dollar hier vorne. Was, Hachi? Isabella hat nur genießt, Alter, die hat gar nicht geboten. Okay. Na komm, maximal 200, mehr gebe ich nicht aus. Maximal 200, Leute. Yeah, cool, ich bin durchsichtig, so sehr freue ich mich. So, gucken wir mal, erstmal hier den Müll wegräumen, sofort Verkauf. So, das kann... Ah, oh, guck mal, hier hinter der Kiste, da war noch was. Haben die nicht gesehen? Bettgestell. Wie soll ich denn das transportieren, bitte? Aber 70 Dollar. Wie soll ich eigentlich den Kultivator? Das hätte ich mir vorher mal überlegen sollen, hä? Tastaturhalter? Ach so, Keyboardholder. Ja, okay. Ein Hemd, 4 Dollar. Ein Radio. Ja, die Truhe gibt 10, aber der Inhalt könnte halt mehr geben. Geht die auf? Ne, ist verschlossen. Eine alte Schüssel. Ein Angelköder, 8 Dollar. Boah. Okay, pass mal auf, die Soßenpfanne. Wir räumen jetzt erstmal ein hier. Ich fahre mal ein bisschen näher ran.
Ist gar nicht so einfach, $1000 zu verdienen, ne? Na, die Kiste muss irgendwie nach unten. Ja, aber die lockt sich auch nicht richtig ein, hier die Truhe, ne? Warte mal, ich räume mal eben hier das Ding so ein bisschen an die Seite. Dann haben wir hier in der Ecke mehr Platz für die Truhe. Wo drauf steht denn die Truhe jetzt noch? Ach, da auf dem anderen Ding. So. Das passt ja so halbwegs. Altes Radio. Jetzt packen wir erstmal den Schrott hier rein. Nee, Radio, du gehst aber. Komm, Radio. Sei mal nicht so ein Radio. Vogelkäfig. Mein $40, ne? Das ist schon nicht schlecht. Ja, legen wir den mal so hinten dran. Ich weiß noch nicht, wie ich dieses Bett und den Kultivator transportieren soll. Bin ich jetzt mal early, ne? Wir gucken, wie das Spiel das, Guck mal, er ist ja irgendwie drin. Er ist ja irgendwie drin. Jetzt wird es schon dunkel hier. Haben wir eine Taschenlampe oder sowas? Nee, ne? Eine Uhr. Und ich muss ja auch noch rüberfahren in den Ort. In den anderen. Könnte natürlich freudige Freude geben. Obwohl, vielleicht gibt es hier auch ein Pfandhaus. Hm. Ja, ich denke mal, das passt. So. Wo ist die Map? Tankstelle. Pfandhaus ist so eine Kiste. Ja, hier wäre ein Pfandhaus. Schlafen, indem du ins Bett gehst, kannst du den aktuellen Tag zum nächsten übergehen. Ja, okay. Aber ich will gucken, ob das Pfandhaus noch auf hat. Ich hätte so ein paar Gegenstände, die ich loswerden muss, bevor ich wieder heimfahre. Da war ein Schmuckladen oder so. Butchery? Pornshop, hier. Wie closed? Ist es wirklich closed? Ich glaub's nicht. Oh Mann. Gibt's hier irgendwie so eine Art... Eigenes Verschlosser, Haushalt... Haus. Das eigene Haus leuchtet so gelb. Ne, ansonsten kann man auch nirgendwo pennen. Da muss ich jetzt erstmal heim. Aber habe ich hier auch ein Haus in diesem Ort? Oder wohne ich hier irgendwo, ohne es zu wissen? Nee, hier ist ein Haus, aber nicht meins. Nee, da sind wir ganz falsch. Ja, wir müssen nach Hause. Bringt ja nichts. Trailer. Ich will meinen Trailer nicht verkaufen. Ich will einfach nach Hause. Naja gut, Leute, ich fahre nach Hause, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder, würde ich sagen. Dann mache ich den Weg mal hier ganz kurz, ganz fix ohne euch. Was soll unterwegs schon Großartiges passieren? Wir fahren natürlich die Nacht. Ich bedanke mich an dieser Stelle, wie immer, recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, beim nächsten Mal wieder hier bei Storage Hunters. Macht's gut, bis dann, reingehauen und ciao.